Ja, heute sind wir wieder mal in Sachen Politik unterwegs. Erster Ort, ein AfD-Infostand. Dann geht's zum Open Mic. Offenes Mikrofon von München steht auf an den Max-Josef-Platz. Jetzt besuchen wir einen Infostand des zweitältesten Kreisverbands der AfD in München. In letzter Zeit gab es viele kritische Stimmen über den ersten Vorstandsvorsitzenden, der Mitarbeiter vom Bundestagsabgeordneten Wolfgang Wiele ist, der früher bei der CSU war. Bei der letzten Landesverbandsversammlung in Greding wurden Anträge gestellt, dass ausgeschlossen wird, dass Mitarbeiter vom Bundestagsabgeordneten auch Kreisvorstände sind. Die Anträge wurden aber nicht angenommen. Es hat immer ein Geschmäckle, wenn ein KVR-Vorstand ein Mitarbeiter von einem Bundestagsabgeordneten ist, weil man nie ausschließen kann, dass der Abgeordnete Einfluss auf den KV ausübt. Es ist notwendig und jede Methode, ihn und seine Arbeit zu behindern, ist gerechtfertigt. Wir müssen schauen, da sind ganz viele Leute, da kommt man nicht so raus. Wir stehen hier vor der Kundgebung von der AfD. Auch wenn sie heute versuchen, sich als KriegsaktivistInnen und MenschenfreundInnen darzustellen, sind sie auch, wie die jüngste Vergangenheit noch einmal gezeigt hat, das genaue Gegenteil davon. So unterstützt die AfD beispielsweise aktiv rassistische Proteste gegen Geflüchtetenunterkünfte. Ihre verbale rechte Hetze führte so dazu, dass noch unbewohnte Zelte für ukrainische Familien, die aufgrund des Kriegs fliehen mussten, von Unbekannten angegriffen wurden. Ja, wir werden gerade ein bisschen bedrängt von Antifa. Wir trauen uns fast nicht an den Stand. Und ich glaube, ich kenne Sie, Sie sind ein Landtagsabgeordneter. Wir trauen uns fast nicht an den Stand, wurden gerade wieder bedroht. Hier gibt es Leute von der Antifa. Trauen Sie sich, die AfD beschützt den Bürger. Ja, hoffentlich auch. Und wir sind jetzt einfach mal vorbeigekommen, weil wir wieder politisch berichten. Was gibt's Neues? Naja gut, was gibt's Neues? Der Wahlkampf wirft schon lange Schatten, das ist klar. Man merkt es, es tut sich an allen Fronten was. Und wir versuchen einfach natürlich wie immer präsent zu sein, den Bürgern Informationsmaterial mitzugeben. Wir versuchen die Bürger davon zu überzeugen, dass es kein großer Fehler wäre, die AfD zu wählen. Und gut, die Erfolge sind natürlich relativ gering, denn inzwischen erlaubt die Stadt bei jeder unserer Veranstaltungen sofort eine Gegenveranstaltung, während wir hier ruhig... Darf ich kurz unterbrechen? Ich habe gerade die Polizei gefragt, die haben mich gerade überprüft, ich habe meinen Presseausweis gezeigt. Und da habe ich gesagt, ist hier natürlich ist eine angemeldete Gegenveranstaltung. Und dann haben die gesagt, natürlich nicht. Die ist nicht angemeldet. Also uns wurde gesagt, sie ist angemeldet und sogar mit Mikrofon angemeldet. Oh. Und die Situation ist halt schlicht und einfach die Stadt München erlaubt diese Aktionen immer. Und dann haben die auch noch Lautsprecher dabei, ja, sodass wir uns schwer nur unterhalten können mit den Menschen. Aber es ist egal, wir sind es gewöhnt, wir machen da weiter. Und ich meine, die Ampel, um mal ganz ehrlich zu sein, die Ampel teert uns ja im Augenblick wirklich den Weg. Und die Zahlen sehen momentan so aus. Ich will nicht zu euphorisch sein. Aber es könnte sein, dass wir die größte Oppositionspartei in der nächsten Legislatur im Bayerischen Landtag werden und darauf arbeiten wir einfach hin. Die Zeit ist vielleicht noch nicht reif, aber alle 5 Jahre kommen wir einen großen Schritt weiter im Landtag. Und ich denke mal, das wird jetzt auch so sein. Wir werden das letzte Mal, 2018 sind wir mit 22 Abgeordneten im Landtag gekommen. Ich denke, diesmal werden es 26, vielleicht 27 oder sogar 28 Abgeordnete werden. Das heißt, langsam wachen die Menschen auf, zu langsam nach meinem Dafürhalten, aber sie wachen immerhin auf.
Ja, vielen Dank. Wir werden jetzt weitergehen. Es gibt nämlich bei der Oper ein Open Mic. Kennen Sie Open Mic? Ja. Offenes Mikrofon. Ja. Ehrlich gesagt habe ich noch nie die AfD gesehen. Könnt ihr da auch mal hinkommen und vielleicht euch da darstellen? Aber da schauen wir jetzt einfach mal hin. Da dürfen alle Politiker was sagen. Ein guter Hinweis, wenn Sie mir noch mal sagen würden, wo das ist. Am Max-Josef-Platz an der Oper. Heute um 17 Uhr. 17 Uhr. Dann vielen Dank, dass Sie auf uns zugekommen sind, weil es wird ein bisschen gefährlich, weil die Leute verfolgen einen auch. Hier sind die bekannten Antifa-Leute da. Auto haben wir weiter weggestellt, damit sie uns nicht mal wieder den Spiegel abhauen oder vielleicht in den Reifen stechen, was mir schon passiert ist. Das letzte Mal ist mir Herr Beetzler, den man ja kennt, ist mir nachgelaufen, ungefähr 20 Minuten lang, hat mich verfolgt. Ich bin dann in einen Hinterhof gegangen aus Spaß, habe mich dort auf eine Bank gesetzt, dann kam er schnaufend um die Ecke gerannt und als er mich dann gesehen hat, hat er wieder umgedreht. Also ich meine, was das soll, versteht auch kein Mensch, aber es zeigt einfach, dass wir weit weg sind von der Demokratie. Denn ich komme aus einer Zeit, in der ich mit Marxisten, Trotzkisten, Spartakisten nächtelang diskutiert habe. Wir haben uns nicht gehasst. Wir waren nicht einer Meinung. Aber wir haben uns ausreden lassen und wir haben uns nicht gehasst. Wir haben uns nicht bedroht. Und das hat sich halt leider heute total geändert. Wie kommt der Herr Beetzler ins Schwitzen? Der ist doch viel jünger wie Sie. Der ist jünger und schlanker als ich, aber trotzdem, er musste halt rennen. Aha, aber so schnell sind Sie ja nicht weggerannt. Ich bin schnell. Okay. Ich bin klein, aber schnell. Dann vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Ja, wir düsen jetzt ab auf die nächste Veranstaltung. Und der Herr wird uns hoffentlich nicht verfolgen. Also ich hoffe mal nicht. Jetzt gehen wir hier mal auf Aufnahme, damit ich diese Belästigung aufnehme. Bitte belästigen Sie mich. Ich habe gesagt, Sie sollen mich nicht belästigen. Ich bin am Arbeiten. Sie belästigen gerade die Presse. Lassen Sie mich hier arbeiten. Nein. Lassen Sie mich hier arbeiten. Du machst auch keine Videos, verstanden? Ich mache Videos zur Beweissicherung. Doch, muss ich machen. Muss ich machen. Eine Beweissicherung. Du machst keine Videos. Mach Videos zur Beweissicherung? Ich brauche darüber auch nicht diskutieren. Du machst keine Videos. Ihr behindert den Infostand. Mein Gott, das ist mir scheißegal, was du das ist mir nicht scheißegal. Du machst keine Videos. Haben wir uns verstanden? Mach ich keine Videos. Ich darf Video machen. Punkt. Nee. Doch, darf ich. Nee, dann werde ich es dir zuhören. Sag ich dir so. Du machst keine Videos. Thank you.